Oh, okay. Perserkatze, ein Ribbon Seal, ein Stinktier. Ich glaube sogar, das Angebot ist einigermaßen okay. Ich nehme mal ab. Hey Leute, ich bin's, der Claudio, und ihr seid hier auf meinem Kanal. Freunde, heute gibt es ein neues Trading-Video. Und zwar haben wir, ich zeige es euch mal auch, Claudio, mir fällt gerade ein, warum mache ich das ja nicht einfach zu Favoriten? Da muss ich ja nur noch hier drauf gehen. Und zwar haben wir heute, ihr habt schon im Titel gelesen, die RGB-Box. Denn ich habe einen Kommentar gelesen, dort hat jemand geschrieben, hey Claudio, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob es auf Insta war oder ob es auf, ich wollte schon sagen auf Facebook, aber ich meine auf YouTube war. Da hat jemand geschrieben, hey Claudio, trade doch mal die RGB-Box. Ich habe dafür richtig seltene Pets bekommen. Und wisst ihr was? Das mache ich jetzt auch, weil ich bin mal gespannt, ja, was für Pets ich für die RGB-Box erhalte. So, wie machen wir? Also, hol die auch mal raus. Oh, ich darf die jetzt bloß nicht öffnen. Das ist eigentlich riskant. Ich schreibe mal rein. Also, ich schreibe mal rein. Trading RGB-Box. Ob das jetzt richtig ist, weiß ich nicht. Aber wie soll sie denn sonst heißen? Ich bin mal gespannt, ob ich auch gute Angebote bekomme dafür. Eigentlich müsste ich für sowas auch ein Legendary Pets bekommen, finde ich, weil man kann zwei Pets bekommen und zwei Fahrzeuge, die cool sind, die richtig cool sind. Ich zeige euch mal das eine Fahrzeug. Moment. Vielleicht sollte ich auch direkt mit dem Fahrzeug probieren. Fällt mir gerade ein. So, ich zeige euch mal das Fahrzeug hier. Das ist, also das ist der RGB Monster Truck. Ey, der ist aber auch krass. Schaut es euch mal an. Also, wenn der hier im Dunkeln, also, boah, der ist schon richtig heftig. Im Dunkeln sieht er noch mal richtig, richtig krass aus. Also, das ist schon heftig. Und es gibt noch einmal das UFO. Hier, RGB-UFO. Das finde ich ist auch ein richtig cooles Item. Hey, warum spinnt denn der Dopmi? Hä? Da. Das ist auch ein richtig cooles Item. Weil, schau, mit R und mit Q könnt ihr halt hoch. Mit R könnt ihr nach oben fliegen und mit Q könnt ihr runterfliegen. Das ist aber auch ein cooles Fahrzeug. Aber irgendwie will niemand meine RGB-Box. Also scheint es gar nicht so beliebt zu sein, die RGB-Box. Das verwundert mich gerade. Eigentlich dachte ich so, ey, die RGB-Box wäre ein cooles Item, aber nö, scheint nicht so. Vielleicht warte ich und oder ich wechsle gleich den Server. So, wir haben jetzt das erste Angebot hier reinbekommen, endlich. Und ich bin gespannt, ob es jetzt mal was wird. Oh mein Gott. Oh. Ich glaube, ich wurde erkannt. Bist du es wirklich? Ja, schade. Ich bin es wirklich, aber ich wollte eigentlich nur traden. Das wird's nicht mehr. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt kriege ich das erste Angebot rein. Das ist doch schon mal gut. Oh, okay. Perserkatze, ein Ribbon Seal, ein Stinktier. Ich glaube sogar, das Angebot ist einigermaßen okay. Ich nehme mal ab. Stimmt, ich sollte eigentlich nebenbei vielleicht mal irgendwas öffnen, wodurch ich vielleicht dann mehr sehe oder ob der Trade, oder wo ich sehe vielleicht, ob der Trade fair ist oder nicht. Neues sagen, aber ach, ich glaube, dass die, nee, das war dieselbe Person. Okay, so warten wir mal, gucken wir uns das an. Oh, eine Prinzessin-Kapuzinaffe für eine RGB-Box halte ich sogar für ganz fair, obwohl sie schreibt Offer. Wie Offer. Wie Offer. Eigentlich dachte ich ja, dass. Ich klicke mal auf Annehmen. Vielleicht nimmt ja die Person an, aber ich glaube nicht. Ja, ich dachte eigentlich, dass ich Trades reinbekomme und nicht, dass ich was anbieten muss. Das ist ein bisschen schade.
Okay, wenn das nichts bringt, dann muss ich wieder darauf zurückgreifen. So, jetzt müssen wir leider darauf zurückgreifen, Freunde, indem wir, ja, die Leute selber antraden und versuchen, denen nach Offern, also nach Offer zu fragen, also ob die Angebote haben, weil irgendwie wird das nichts. Also die Person, die anscheinend das getradet hat, hat anscheinend mehr Glück als ich gehabt oder ja, kann ja nur mehr Glück als ich haben, weil irgendwie will niemand mit mir traden. Das ist ein bisschen schwierig. Wir schreiben jetzt wieder rein, aber irgendwie wird das, glaube ich, auch wieder nichts. Also die RGB-Box ist eigentlich cool, aber scheinbar nicht so beliebt. Oh, okay, doch, die Person schreibt... Oh, ja, eine RGB-Box. Eine RGB-Box für eine RGB-Box. Würde ich sagen, nehme ich an. Würde ich annehmen. Ja, die Person hat abgelehnt, schade. Also irgendwie will niemand mit mir traden. Das ist ein bisschen doof. Das ist echt doof. Beziehungsweise, ja, die Leute haben oder wollen anscheinend keine RGB-Box. Aber ich glaube, das ist dieselbe Person. Weil die hat jetzt dasselbe Pad wieder hier drin. Ja. Scheint dieselbe Person zu sein. Ja, was machen wir nur? So, ich glaube, das wird der letzte Serverfall, Freunde. Wahrscheinlich ist das Video für euch sehr, sehr kurz, aber für mich ist es sehr, sehr lange geworden. Und ich probiere mehr als eine halbe Stunde hier, das zu traden, aber anscheinend will niemand mit mir traden. Das ist richtig schade. So. Ich würde sagen, ich handle jetzt mal Leute an. Perfekt. Ich schreibe jetzt mal rein und tue die RGB-Box rein und hoffe einfach, dass es was bringen könnte. Nope. So, jetzt probieren wir es mal mit der Person. Warum will denn niemand meine RGB-Box? Ich meine, so schlecht ist die doch gar nicht. Da haben wir doch eine Anfrage. Perfekt. Ja, handelt mit einem anderen Spieler. Freunde, das ist mein Pech. Irgendwie wird das Ganze hier nichts und ja, ich probiere schon mein Bestes, aber abgelehnt, ey. Also die Person, die das geschrieben hat, die muss mir echt sagen, wie sie getradet hat, weil ich krieg's nicht hin. Ich krieg's nicht hin. Ich krieg keinen guten Trade hin. Also keiner will mit mir traden. Vielleicht muss ich mehr Geduld haben, aber ich meine, ich warte ja schon. Oder ich sollte mal versuchen, noch vielleicht auf einen nicht-Rich-Server zu gehen. Das probiere ich jetzt mal, glaube ich. So, jetzt gehe ich aber auch auf den letzten leeren Server. Würde ich jetzt mal sagen und schaue, also leeren Server, lustig, aber ihr wisst, was ich meine. Und schaue jetzt mal, ob ich hier Glück habe und vielleicht hier ein, zwei gute Trades jetzt mal zustande kommen. Also der ist jetzt nicht leer an sich, aber der ist jetzt halt kein Rich-Server, der voll ist. So, das tue ich jetzt mal hier rein und wir tun jetzt mal die RGB-Box rein. Bin jetzt mal gespannt, ob das jetzt mal endlich mal wird, weil so langsam sollte es doch mal klappen mit der RGB-Box, weil ich hab halt gelesen, dass man damit richtig gute Trades gemacht hat, aber irgendwie kommt gar nichts bei mir zustande. So, irgendwie wird das Ganze nichts und ich weiß nicht weiter, was ich machen soll. So, da ist ein Baku, ich habe eine RGB-Box, aber keiner will mit mir traden, so. Ich verstehe es nicht. Okay, ich guck mal nach. Vielleicht guck ich mir mal an, was die, ob die anderen... Hier, guck mal, ich schau mir mal an, ob die traden hier. Magma Elch wird getradet? Nee, doch nicht. Was wird denn hier getradet? Komm, wir gucken mal ein bisschen uns um. Oh, da habe ich ein Angebot bekommen, endlich. So, hier ist eine RGB-Box. Ja, was kriege ich jetzt dafür? Hoffentlich jetzt mal was Vernünftiges, weil das ist jetzt ein etwas nicht so voller Server. Und ich hoffe, hier kommt jetzt mal was rein. Ein Motorschlitten. Warte mal, Motorschlitten. Motorschlitten habe ich sogar schon. Nö, will ich nicht. Oh, habe ich was in jemanden angetradet? So, wir schauen jetzt mal hier, was die beiden Personen traden, weil das sieht doch spaßig oder lustig aus. Das könnte doch was Gutes sein. Anna Crazy Pink. Okay, 12. Lass uns mal schauen, was du tradest. Okay, Känguru Neon Fly Raid gegen Dragonfly Neon... Nee, Neon Dragonfly gegen Neon Fly Raid Q. Oh, das ist ein cooler Trade mit einem Huhn jetzt noch dazu in Neon. Oh, nicht schlecht. Frosch in Neon, nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Also,
Ich habe jetzt eigentlich nicht vorgehabt, noch den Leuten zuzuschauen beim Traden, aber Freunde, irgendwie wird das Ganze nichts und keiner will meine RGB-Box. Deswegen habe ich jetzt mal gesagt, gucke ich mir jetzt so ein, zwei Trades an, vielleicht kenne ich da irgendwelche Motive oder sehe dann vielleicht so, ey, das könnte ich beim nächsten Mal besser machen, weil ich will ja für das nächste Mal noch besser werden. Und jetzt sehe ich hier ein dunkelbraunes Shetland-Pony. Ja, in Neon gegen... Was tradet die da eigentlich gerade? Weil, oh, Geisterwolf in Neon, right. Oh, nicht schlecht. Ist nicht schlecht, aber jetzt muss ich mal so noch was hergeben, ne? Weil so leicht sollte es nicht sein. Oh, ich habe ein Angebot bekommen. Das ist doch mal spannend. Jetzt gucke ich mal rein, was mein Angebot... Oder was ich im Angebot hier bekomme. Bin mal gespannt. Do you have Glyptodon? Ich habe einen Glyptodon tatsächlich. Lass uns mal schauen. So, ich habe hier einen Glyptodon. Ja, also er oder sie kann es gerne probieren, für meinen Glyptodon anzubieten. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich es annehmen werde. Weil Glyptodon ist schon ein relativ cooles Pet, finde ich. Ich kriege eine Schnecke. Schwarzer Schwertfisch. Lass uns mal gucken, ob ich vielleicht irgend davon... Habe ich eine Schnecke? Moment. Schnecke habe ich. Schwarzer Schwertfisch habe ich auch. Hm. Also ich habe mir jetzt auch geschrieben, dass es okay ist, aber ich brauche es halt nicht. Das tut mir irgendwie leid für ihn. Weil es ist eigentlich echt ein cooles und faires oder ein fairer Trade, aber ich brauche den halt nicht. Deswegen würde ich ablehnen. Ah, tut mir leid. Okay. Nee, hier wird, also hier kommt nichts mehr zustande. Oh, hö. Regenbogenzauber statt Neon Pilzfreund Legendary Eismotte. Eismottendrachen Legendary Neon. Glormy Hund. Zweimal Ballon-Einhorn, Kaktusfreund. Und okay, er hat abgelehnt. No thank you, but great offer. Hä, was war das denn? Hä? Was ist das denn, was er in der Hand hat? Ist das so selten? Schreib es mal in die Kommentare, dass hier was er in der Hand hat. Ist das so selten? Bin ich jetzt blöd oder was ist das? Gibt es das hier zu ziehen? Nee, gibt's nicht. Lol. Das müsste... Trading Rainbow Wand. Was ist das? Egal, Freunde, schreibt es mal in die Kommentare. Freunde, wird euch das Video gefallen? Ist heute ein ziemlicher Fail, aber das gehört auch manchmal dazu. Schreibt es mal in die Kommentare. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns einfach beim nächsten Mal. Ciao.